Ja, moin! Ich begrüße euch zurück zu einem weiteren geilen Part Baldur's Gate. Wir stehen jetzt hier schon wieder in Was Nadkatla ist und nun los? gehen jetzt sofort zu Cromwell. Ich bin sehr Denn erfreut Bib soll über nicht die der einzige Anstrengung dieser lachsfarbene Gruppe. Typ sein, Ich bin stolz zu der sich hier den lässigen gehören. Lachs macht. Auf euren Befehl hin werde ich vorrücken. Mit Denn Höchstgeschwindigkeit, Kamerad. wir haben ja. Brauchen einen Schluck Genau, starkes hier besitze ich Rattenbier. irgendwas. Kann ich nicht mehr genau sagen. Ja, wir haben ja nämlich im letzten Part vier Krag besiegt, so oder so. Und haben ein paar seiner Drachenschuppen mitgenommen. Und tja, da wollen wir jetzt mal gucken. Aha, die Schuppe irgendeiner Bestie. Ja, voll geil. Die Schuppen eines roten Drachen. Eine Bestie der Flamme des Schreckens. Das ergibt eine wunderschöne Rüstung, wenn ihr wollt, mein Freund. Weckt das euer Interesse? Auf jeden Fall. 5000 Goldmünzen, her damit an die Arbeit. Keine unnötige Zeit, machen wir uns ans Werk. Ach so, geil. Das passiert auch sofort. Ich dachte. Und weil es so schön war, bestimmt gleich die Animation nochmal. War ja klar. Okay, aber dafür ist sie gleich fertig und wir können sie mitnehmen und müssen nicht erst noch 2 Tage oder so warten, wie ich das eigentlich gedacht hatte. Umso besser. Da haben wir jetzt. Ach so, wir rasten automatisch, klar. Bei Cromwell im Nebenraum, den es nicht gibt. Wir hören ihn die ganze Zeit hämmern. Meine Laune ist schon schlecht Naja, genug nach hier. Oleus. Wunderbar. Ach so, warte, nun, ich denke, wir sind so weit. Geht sorgsam damit um. Wo ist sie denn? Ach da. Genau, da ist sie nämlich. Roter Drachenschuppenpanzer. Sind leicht und widerstandsfähig, genau. Sind sehr begehrt, ne? Aber es gibt nur sehr wenig Drachen. Ja, einen uralten Drachen, um ihn zu töten. Ja, Vierkrag, du lebst in uns weiter, ne? Feuerwiderstand 50%, Rüstungsklasse minus 1, alles super gut. Hier noch bessere Rüstungsklasse. Ist eine der besten Rüstungen im Spiel. Und ich würde mal sagen, Anomen. Ne, Rüstungsklasse 0, das kann nix. Wir, genau, da siehst du jetzt auch wie der junge Morgen aus. Bei Masi ist die Rüstungsklasse nicht so wichtig, aber wir werden ja vielleicht noch den einen oder anderen Drachen umklatschen, ne? Sie hat ja auch eine Drachenrüstung, aber das ist ja nur eine Lederrüstung, ne? Die hat ja dann nochmal. Genau, die hat Rüstungsklasse 1, ne? Ja, was soll's. Aber falls wir mal von Säure angespuckt werden, ne? Und sie steht ja in der Regel sowieso nicht vorne. Anomen, wunderbar. Er strahlt in neuem rötlichen Glanz. Ich glaube, mehr Zeigt die können wir noch Richtung nicht mit dem machen. Schwert und ich werde angreifen. Man kann gar nicht so Für genau Ruhm sehen, wie und alles in der Ehre. Welt ist Jan da runtergekommen. Kann ihn gar nicht so genau erkennen, weil er noch diesen Versetzungsumhang trägt. Ha, aber was soll's. Auf jeden Fall 5000 Gold, ne? Jetzt kann man ja wieder sagen, ach. Sören hat mal wieder nicht aufgepasst, aber wir haben hier durch Verkauf, das habe ich natürlich schon offscreen gemacht, haben wir tatsächlich noch ein bisschen was über, ne? Und das heißt, ich bin diesmal zuversichtlich, dass wir das mit den 15.000 Gold hinbekommen. Aber bevor wir mit den Gilden reden, habe ich gesehen auf meinem schlauen Zettel, dass wir zumindest mal noch einmal in die Slums gehen sollten, um dort die planare Sphäre zu betreten. Da ist ja diese große Kugel oben links in der Ecke. Und wir haben vor Ewigkeiten mal in den Umar-Hügeln Valigar Kotala aufgespürt. Und der müsste da stehen und mit dessen Blut kann man die Sphäre öffnen. Und naja, wir wollen ihn nicht umbringen, wir wollen ihn aber auch nicht mitnehmen. Falls wir ihn mitnehmen, wen schmeißen wir denn da raus? Ich fürchte, da müsste Mazi pausieren. Oder Razzat. Einer von den beiden Schmus hier. So. Aber bevor wir das machen, gehen wir auch noch in die Slums. Helm wird mir den Nein, Weg das ist weisen. hier schon der richtige Weg. Gut, machen wir das später. Ich kann mir nämlich auch noch ein besseres Horn abholen. Das Hornhelm Hammerhans. Wir haben ja einen Belgeril gefunden. Aber wo wir jetzt schon mal hier sind, gehen wir doch gleich in die Sphäre. Keine Zeit verballern, ne? Auf geht's. Genau, und Plündertour mache ich hier dann mal offscreen. Da sollte da aber nicht mehr so viel zu finden sein. Ein bisschen Gold oder sowas. Oh, hier ist noch ein Bauer, dem geht es auf jeden Fall gut. Der sieht ein bisschen aus wie ein Digger Luigi hier. Zumindest von der Kleidung. Dem geht es nicht so gut hier. Er ist aber auch nur Bettler. Ja. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier rein, denn man sieht da schon, da in diesem Bereich, da ist die planare Sphäre. Und da kommt man rein, indem man hier durch diese Haustür geht. Logisch, dann kommt man nämlich da oben wieder raus. Und da sollte Valiga stehen, hoffentlich. Sonst muss ich den gleich nochmal offscreen suchen. Leute, ihr könnt da schon um die Ecke gehen, ne? Ihr seid nicht so kernbehindert, oder? Oder kommt hier eine Cutscene? Schreit nicht Ja, so, das hat ja super geklappt. Ja, das ist ohnehin eine Standard. Ich höre euch, die Dann suche besten ich wohl mal den Anführer guten können auch Valiga. Befehle befolgen.
Der könnte in seinem Haus stehen. Gibt's ja gar nicht. Ich dachte, der steht hier einfach. Aber gut, tut er nicht. Bis gleich. Ist er das? Nee, das ist Valaine. Aha, klar. So, dann können wir ja doch noch schnell das Horn verbessern gehen. Swoom. Seht euch nur um und begutachtet die Waren. Lagerbestände. Ich bin mir sicher, dass sie euren hohen War der das hier? Ja, mal her. Fertigt ihr auch Spezialwaffen. Genau. Zwergenschmied, da waren wir gerade. Cromwell wissen wir. Genau, musizieren. Hoop. So, hier. 5000 Goldmünzen cashen wir nochmal ein. Der Belgeril ist schon wieder weg. Aber dafür kriegen wir jetzt natürlich das eiserne Odinshorn. Und das sieht nicht nur fancy aus, fast wie so ein eiserner Dudelsack mit Grammophon, aber der Krieger, den man beschwören kann, ist dann nochmal eine Nummer besser. Ich glaube, Razad hatte das. Nee, der hat das Horn of Blasting gehabt. Hatte sie das? Ja. Ein anderes schönes Horn, womit man Leute umpusten kann. Auch nicht verkehrt. So, Valiga habe ich auch noch nicht gefunden. Ich vermute, wir müssen doch nochmal zurück. Entweder müssen wir das Ganze in die Umar-Hügel zurück, aber ich weiß, der hatte auch noch irgendwo, dass man nicht im Hafenviertel war, noch so seine Geheimköpfe. Waren wir da nicht sogar schon mal? Genau, der hat da nämlich noch irgendwo so sein Stadthäuschen. Vielleicht ist er da. Also, wenn er nicht da ist, dann dem wäre es schon bad. Nicht, dass ich ihn aus der Kampagne habe segeln lassen. Das wäre schlecht. Ist zwar nur optional, diese Sphäre, aber als EP, ne? So, die Docks. Das Licht möge siegen. Ich glaube, hier, ne? Genau. Rein da. Man kann ihn auch den verhüllten Magiern ausliefern. Aber dann kommt man, glaube ich, nicht in die Sphäre. Dann sagen die Danke, denn die wollen eigentlich in die Sphäre und deswegen wollen die den Tod sehen. Denn Valigar ist so einer, der hasst Magier wie die Pest. Steht er hier? Hallo? Nun gut. Ich suche nach Valiga, ja. Nee, das hatten wir ihn alle schon. Genau. Aha, ich bin mir nicht sicher. Okay. Ja, das scheint echt so zu sein, als hätte ich ihm gesagt, er soll seine Basis chillen. Ja, hier wohnt er nämlich gar nicht. Hier ist er nämlich auch nicht. Ja, das mit klappt ja wie das Spätzebacken hier. Dann sehen wir uns wohl gleich bei seiner Hütte in den Umar-Hügeln nach weiteren spannenden 16 Stunden Fußmarsch, die meine Gruppe natürlich mit Bravour erledigen wird. Voll das gute Überleitungsgeräusch. Da sind wir auch schon bei seiner Hütte. Die hatte ich tatsächlich gar nicht wirklich aufgedeckt, weil ich dachte, oh, gehen wir mal besser noch nicht weiter oder so. Dann ist er bestimmt hier drin. So soll es geschehen. Und gut dazu. Jawohl. Kein Zweifel, noch mehr beraubte Gestalten und ihre Diener. Ich schwöre bei den Göttern, dass ihr es nicht überleben werdet, wenn ihr versucht, mich zu dieser verdammten Sphäre zu bringen. Ich bin auf der Seite. Wovon sprecht ihr? Ich bin kein Diener von nichts und niemanden. Wovon redet ihr eigentlich? Mir doch egal. Wir machen mal hier drei. Ja, Valiga, der ist ein cooler Typ. Der hat auch eine coole Klasse. Den habe ich auch gerne mitgenommen. Der ist so ein Waldläufer, Schleichmannicken, der aber auch hinterhältige Angriffe ausführen kann. Und der hatte dann immer das Katana, das jetzt Bip hat. Und damit hat er dann die Leute hinterhältig gelähmt und dann abgeschlachtet. Mir dient nicht den Zauberern, dann habe ich mich so verzweifelt versteckt, um dann nur durch Zufall überfallen zu werden. Da, das ist wirklich Pech. Ihr könntet mir immer noch helfen. Vor einigen Wochen in den Slums, da ist da so eine planare Sphäre aufgetaucht. Vielleicht habt ihr sie ja gesehen. Ja, wir waren eben da. Mein Vorfahr, der Nekromant Lavok, baute die Sphäre und verschwand hier vor über 500 Jahren. Mhm. Seitdem wurde sie nicht gesehen, bis sie jetzt wieder aufgetaucht ist. Ich habe kein Bedürfnis, meinen Vorfahren zu treffen und noch weniger gelüstet es mich, nach den verhüllten Magiern zu helfen, die sicher zu sein scheinen, dass mein Körper der einzige Schlüssel zur Sphäre ist, lebendig oder nicht. Oho, sie möchten also euer Blut verwenden, um in diese Sphäre zu kommen. Hm? Nicht, dass es mich stören würde, wenn sie sich entfernen täten. Sie versperrt mir nämlich ganz schön die Sicht, von meinem Haus aus gesehen, meine ich. So, als wenn plötzlich eine riesige Murmel aus dem Himmel fällt. Komisch, dass sie das nicht erwähnt haben, aber wenn ich mich recht erinnere, hat jeder Magier, auf den ich getroffen bin, ein Erinnerungsvermögen wie ein Sieb. Golodon hat mindestens einmal in der Woche vergessen, seine Hosen anzuziehen. Jaja, Hosen tragen wird ja in Corona-Zeiten und Videokonferenzen natürlich auch überschätzt, ne? Und sein Vertrauter Binky hat dann immer einen hysterischen Lachanfall bekommen.
Diese Zauberer jagen euch für einen Hund, nur um Zugang zu dieser Sphäre zu erlangen? Wie kommt es, dass sich niemand gegen diese Dämonen auflehnt? Ha, sie versuchen mich zur Mitarbeit zu zwingen, sodass ich gezwungen war, mich zu verteidigen und zu fliehen. Habe mich hier versteckt. Erfolgreich, wie ich dachte, bis ihr kamt. Aha. Okay. Mhm. Schlecht gelaufen. Hm. Gibt es keine Möglichkeiten, denen entgegen und sie davon abzuhalten? Ich wurde angegriffen, um euch aufzugreifen, aber ich denke, ich sollte das nochmal überdenken. Was nun? Wir fragen ihn mal. Das habe ich vermutet. Ja, Ehrlichkeit, ne? Na gut. Mein Vorschlag lautet, dass wir in die Stadt zurückkehren und die Sphäre betreten. Auf diese Weise werde ich erfahren, ob Lavok lebt. Wenn er leben sollte, könnten wir sein untotes Dasein ein für alle Mal beenden. Ihr könnt, was immer sich in der Sphäre an magischen Schätzen oder sonstigen Dingen von Lavok befindet haben. Nichts davon interessiert mich auch nur im geringsten. Ja. Das hört sich gut an. Aber, ja, die Zauberer werden nicht ruhen, bis sie in die Sphäre gelangen. Und ich kann nicht hoffen, den verhüllten Magiern lange standzuhalten, zumindest wenn man keine ruhigen Hände im Rücken hat. Aha. Wie kommt ihr, dass ihr das, betreten könnt? Ich bin der Letzte der Kothalas. Oh, da muss ich fortpflanzen, da hat er jetzt hohen Druck. Euch mag das nur wenig bedeuten, aber Lavok bedeutet es viel. Als Lavok Ad-Katla in der Sphäre verließ, war er bereits viele hundert Jahre alt. Lavok verlängerte sein Leben, indem er die Körper von Blutsverwandten erwarb. Wenn er noch leben sollte, könnt ihr euch vorstellen, warum ich mir Sorgen mache. Das ist auch der Grund, warum mein Blut möglicherweise Zutritt zur Sphäre gewährt. Das heißt, er saugt seine eigenen Verwandten tot, damit er länger leben kann. Clever. Hm. Na gut, schließt euch mir an. Erstmal fragen wir ihn noch, warum wir ihm Glauben schenken sollen. Ja, das habe ich, aber es war kein Mord. Sie haben mich zuerst angegriffen. Notwehr. Ich weigerte mich, auf ihren Wunsch einzugehen und floh, sobald ich mich entziehen konnte. Okay. Aber ich werde euch tun lassen, was ihr wünscht. Ich wünsche, was ihr wollt. Ich wünsche euch viel Glück. Genau. Dann machen wir erstmal so. Das trifft mich unglücklich. Aber ohne Hilfe kann ich auch nicht weitermachen. Dieses Versteck nützt mir nichts mehr. Ich werde gehen. Könnt ihr mich in Ad-Katla finden über meinen Diener. Da waren wir eben auch schon. Ciao. Genau. Jetzt können wir erstmal ihm noch seine Bude ausräumen. Jan Jansen. Und dann sind wir auch schon wieder in Ad-Katla. Und anscheinend sind hier keine Fallen. Nee. Ich bin sehr erfreut über die anscheinend hat er aber immer noch ein volles Inventar. Tja, tja, das passiert. So, Flitzebip. Nehmen wir alles mit. 15 Gold. Wunderbar. Nun gut. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Können wir hier oben nicht raus? Ja, können wir, ne? Alle sind scheiße müde, aber wir werden jetzt noch 16 Stunden Gewaltmarsch zurückmachen. Dann werden wir mit dem Diener schnacken und dann steht er hoffentlich vor der Sphäre, öffnet uns einfach nur die Tür, wir gehen rein und hauen alles platt. Das ist erstmal so mein Plan. Aber erstmal zurück zu den Docks. Lang lebe der Orden des strahlenden Herzens, denn ich schöpfe aus der Quelle der Rechtschaffenheit und streite in ihrem Namen. Und während Anum das gerade so sagt, nein, mein Name ist Habib Khalid Ahmed Al-Afif. Aha. Und mich kann man nicht gefangen nehmen. Ich werde eher meinen mächtigen Krummsäbel gegen eure Schädel schwingen, als die Demütigung des Kerkers zu ertragen. Ja. Bitte, what? Scheiß Typ. Mächtiger Krummsäbel? Ich denke nicht. Hä, was war das denn für einer? Hä? Egal. Es war übrigens auch Notwehr. Wir haben das mildeste Mittel angewandt, 6:1. Das war auf jeden Fall fair. Unsere Leben waren in Gefahr. Ich meine, Razad war offiziell unbewaffnet, ne? Haha, unbewaffnet. Als Mönch ist man niemals unbewaffnet. Ich bin die Waffe. Naja, die einen sagen es so, die anderen so, ne? So, wieder rein. So, wo ist er? Ihr könntet wissen, wie man ihn erreichen kann. Ja, der Augenblick. Er hält sich im oberen Stockwerk auf. Okay. Da steht er. So, und jetzt müssen wir speichern wir jetzt mal. Hoffentlich muss man ihn nicht mitnehmen. Ja, wobei, er ist schon cool. Ihr habt mich gefunden.
Habt ihr es euch bezüglich meines Angebots an? Ja, okay, es geht nicht. Wir können ihn sonst nur tothauen, das machen wir natürlich nicht. Gut, wen brauchen wir denn in der Sphäre mal nicht so? Ich glaube, Razad steigt am schnellsten auf. Und auf den können wir erstmal am ehesten verzichten. Fertig. Is this truly how things will end between us? I do not wish for our adventures together to end so prematurely. So, wartet hier auf mich und ich werde wiederkommen. Ich fürchte ja. I see. Although I am sad to take my leave of you, I will enjoy the memories. Ich werde Handelstreff zu meiner. Ach du Scheiße, hätte er mal besser hier gewartet. Okay. Zeigt die Richtung mit dem Schwert und ich werde angreifen. Bitte bereitet meinen Schlafsack vor und bringt zusätzliches Holz für das Feuer. Es scheint ein Frösteln in der Luft zu liegen. Was ist mit ihr denn los? Sie macht hier einen auf Karen. Black Lives Matter, macht das alleine, Masi. Nun, wie die Dame es wünscht. What? Meine Ausrüstung müsste auch gereinigt werden. Wenn ihr mit euren eigenen Vorbereitungen fertig seid, könntet ihr euch dann darum kümmern? Masi, ich habe euren Bitten entsprochen, wie es sich für einen Herrn geziemt, aber das ist jetzt zu viel. Ich wollte euch nicht belasten. Tatsächlich dachte ich, ihr würdet euch geschmeichelt fühlen. Komma ist hier falsch. Jeder Ritter braucht einen Knappen und ich hatte gehofft, ihr würdet geehrt sein. Ach so, nun, ich nehme an, dass es so ist in gewisser Weise, doch mir war nicht klar, dass ich auserwählt worden war. Vielleicht hätte ich eine formelle Anfrage an euch stellen sollen, aber mir ist das alles auch neu. Es gibt keinen anderen, der sich als mein Knappe eignen würde. Ihr seid ein Gentleman und ein Freund. Nicht, dass ich mich nicht geschmeichelt fühlte, Marcin, nur... Was? Habe ich mich geirrt? Sagt was? Nichts, überhaupt nichts. Okay, der steigt auf. Der hat natürlich auch bombastisch viel Ausrüstung. Aber die Rüstung ist eigentlich gar nicht mal so schlecht hier. Nur eigentlich hier Magiewiderstand und so, immun gegen Bezauberung. Mhm. Bluten ist auch nicht so schlecht. Eine Waffe plus 2. Ja, wird schon passen. Den werden wir mitnehmen. Dann... Ja, ich lasse den gleich aufs Grün aufsteigen. Dann würde ich sagen, betreten wir die Sphäre doch erst beim nächsten Mal, wenn wir. Dann habe ich ihn auch noch vielleicht ein bisschen besser ausgerüstet mit meinen Sachen, die ich noch im nimmervollen Beutel habe. Und dann rasten wir vielleicht nochmal. Da können wir eine Kupferkrone machen. Und dann ja, betreten wir beim nächsten Mal schon die unheimliche Sphäre. Bum, bum, bum. Huch, wer ist er denn? Ein Räuber. Ach, eine Kurtisane. Mitten dazwischen. Kann Valier ja gleich mal zeigen, was er kann. Machen wir es kurz. Tschüss. Meinen Zahn sollt ihr spüren. Was er? Der ist der Schlägeranführer. Ich warte. So, du bist also Schlägeranführer. Jetzt haben wir ja auch nicht mehr Razad dabei. Der da jetzt einfach mal schnell ranrennt und so Schaden macht. Valida sieht echt noch so ein bisschen unbewaffnet aus. Oh, die Boys bringen aber immerhin noch 200 EP. So nehmen wir doch mit. Gut dazu. Hatten die auch eine Order, uns zu töten? Nee, die waren einfach nur battlearm. Wie das denn so ist. Der Mut der Verzweiflung. So. Zu euren Diensten. Aber das soll es dann auch gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau die rein und bis dann. Ciao.